Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Shitty. Ich bin Sabrina. Ich wollte euch gerne meinen neuen Inhalt von meinem Karat-Paket zeigen. Und zwar habe ich mir ein Video angeguckt von Nats mit Animal Knallerbox. Und ich fand die so toll, die Bilder. Und ich hoffe, dass da ein, zwei mit dabei sind, die da auch in ihrer Box drin waren. Wir haben jetzt hier 13 Karat Art Bilder und die würde ich gern mit euch ganz zügig auspacken, dass wir uns einmal kurz das Bild angucken und was das für eine Steinchenform ist. Und dann fangen wir auch gleich an. Ich habe nicht im Januar bestellt, muss ich dazu sagen. Ich habe Ende Februar, Anfang März bestellt. Ich habe mir zwei Knallerboxen bestellt, deswegen einmal im Februar und einmal ein bisschen im März. Und genau, jetzt sehen wir die Animal Box. Ich habe versucht, die so auszupacken, dass ich das nicht sehe und dass ich die auch jetzt nicht sehe, wenn ich die euch zeige. Deswegen bin ich genauso aufgeregt, weil das Paket kam tatsächlich auch heute an. Und ihr werdet das Video wahrscheinlich erst ein bisschen später sehen, weil ich jede Woche immer ein Video hochlade. Ich werde aber die schon fertig sind, einfach zurückstellen, damit ihr die hier schneller sehen könnt. So, Bild Nummer 1. Ich glaube, es waren 13 Bilder. Und ich würde so machen, dass wir uns erst die Steine angucken. Wir haben ja Tiere. Und wir haben ein Sandbild. Ich habe keine Ahnung. Helle Brauntöne, ein bisschen gelb. Ich kann noch nicht mal sagen, ob ein Wüstentier und eine Schlange, aber dazu fehlen die Farben. Es sind auf jeden Fall runde Steine. Und da ich das nicht mehr aushalte, haben wir 18 Farben. Und wir haben tatsächlich was Helles. Aber ich kann es euch nicht. Standard-Toolkit. Okay. Moment, ich muss mich kurz ein Gepard, Leopard. Und eine Gazelle. Okay, der jagt die. Ich muss mal auf das Bild gucken. Wartet mal, ich hole mal das Bild näher ran. Oh ja, krass. Mit Staubwolke. Könnt ihr das sehen? So sieht's aus. Coole Sache. Okay, 18 Farben. Runde Steine. 40 mal 70. Das blendet bei euch so toll war, aber da unten, so, da ist der Leopard. Ist das einer? Schön. Ich krieg's irgendwie nicht hell. Wartet mal. Aber schön. Habe ich zwar noch nie auf der Seite gesehen. Schön. Gefällt mir. Mit der Staubwolke. Mal gucken, ob die so rauskommt. Wahnsinn. Wir waren neulich im Urlaub gewesen. Ich würde so lachen. Mein kleiner, da war so ein kleiner Streich jetzt so. Ich würde so lachen, wenn noch ein Esel dabei wäre. Der Kleine will da nämlich jetzt unbedingt wieder hin. Weil der Esel den vermisst. Und er den Esel wahrscheinlich auch vermisst. So, wir haben ein kleines Bildchen. Genau, Painting-Anleitung. Das fand ich ganz cool. Ich habe am Anfang bei deutschen Herstellern geguckt und habe aber, glaube ich, meine ersten Bilder im Spielzeugladen gekauft. Egal, zum Ausprobieren, ob das überhaupt was für mich ist. Und hier fand ich die Anleitung echt krass. Also wirklich für mich auch schön zu wissen, oben in der Ecke anfangen, nicht in der Mitte. Genau.
Und das mit dem Buch fand ich auch eine gute Idee. So. Mache ich aber, glaube ich, gar nicht. Ich mache es, doch, ich mache es tatsächlich teilweise. Aber ich stelle dann kein schweres Buch auf, sondern meine Painting-Box mit den ganzen Steinchen rauf und meine Stifte. So. Lila Töne, helles Mintgrün. Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen Rot, ein bisschen Orange, bisschen Braun. Lass uns nachschauen. Ein Schmetterling. Okay, eine Katze mit einem mit einer Baumwurzel. Vielleicht sollte ich eigentlich rausnehmen, dann könnt ihr das besser sehen. Eine Katze. Mit den schönen Schmetterlingen. 30 mal 40, 25 Farben. Wir haben runde Steine. Schön. Der Schmetterling ist cool. Mit der Katze weiß ich noch nicht. Ach so, wir haben ja immer ein Standard-Toolkit dabei bei den eigenen Bildern von Karat A. Bei den Lizenzbildern sind die nicht dabei. Da kann man sich das aber dazu bestellen. Wir haben eine Pinzette. Die finde ich gut. Wir haben ein Wachshöschen, wir haben ein Squishy, wir haben ein Schiffchen, ein Stift und wir haben diese kleinen schmalen Aufsätze. Vielleicht ist es ein Sechser und ein Dreier. Ich weiß nicht. Genau, ein Plättchen. Ich mag die Dosen, sind so schön. Genau, dann habe ich das auch. Nicht, dass ich das dann nochmal vergesse. Hundesteine. Falls tatsächlich ein Bild dabei ist, was euch total gefällt und man den nicht kaufen kann, dann müsst ihr euch melden. Ja? So, das packen wir hier wieder rein. Also, falls bei euch jemand Katzenfan ist, ich bin so eher die Hundefraktion. Später. Viel zu neugierig. Nächstes Bild. Wieder etwas größer. Vielleicht sollte ich mir mal so ein, hätte ich mir mal mein Skalpell holen sollen. Mein kleines Messerchen und nicht die Schere. Aber die ist gut, die ist scharf. So. Alle Ecken wollen nicht. Mich wohl, habt ihr bei Karat schon mal bestellt oder habt ihr euch auch die Knallerbox geholt? Oder überlegt ihr noch? Weil wie gesagt, noch sind sie da. Ich denke nicht, dass der Inhalt gleich ist. Wir wollten uns erst die Steine angucken. Wir haben runde Steine. Blau und lila Töne. Blau und lila Töne. Wir können ja mal überlegen, was das für ein Tier ist. Standard-Toolkit. Ein Pferd. 28 Farben, eine Größe von 40 mal 55. Seht ihr das? Ja. Okay. Also, wir haben hier schwarz, die 310. 939 ist mit dabei. Auch schön. Hätte ich mir jetzt wahrscheinlich nicht geholt. Aber den gepaart finde ich cool. So, mal gucken, wie viel Glück ich habe. Ich bin ja immer bei so Überraschungsdingern. Vielleicht habe ich auch komischen Geschmack. Keine Ahnung.
So. Also. Das Pferdchen, habe ich das Frühkind da drin oder nicht? Packen wir gleich damit rein. Quietsch. Super. So, also in der Kiste sind, glaube ich, zwei große dabei. Jetzt habt ihr das gesehen. Okay, wir packen es aus. Es sind Delfine. Habe ich das falsch gestapelt? Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt kriege ich es nicht auf. Oh Mann. Okay. Die Farben. Runde Steine. Rosa, Gelb, Orange, Blautöne. Also bei Lila werde ich aber auch nicht drauf gekommen. Was haben wir hier? Ach, ein kleines. Was haben wir hier? 23 x 33. Ich kann euch runterholen. Dann könnt ihr das besser sehen. Das ist auch ein schönes Bild. Ein bisschen größer vielleicht noch. Aber es ist ein schönes Bild. Wie wirkt es bei euch? Ja, bei euch wirkt es doch ein bisschen besser. 24 Farben. Auch schön. Gut, machen wir weiter. Sind erst bei Nummer 4. So, etwas Größeres. Ja, jetzt habe ich wieder gut gezogen. Jetzt weiß ich wieder nicht, was drin ist. Seid ihr auch immer so aufgeregt? Oh, ich weiß ja immer nicht, was ich bestelle. Also meistens sind es ja auch Bilder, die ich sehe. Dann bin ich aber auch aufgeregt, wenn wir das auch mal gleich anschauen. Oh, ich muss was trinken. Und aber jetzt ist es noch schlimmer. Ich bin ja auch immer so neugierig. Haben wir uns die Farben nicht angeguckt. Runde Steine. Drei Packen Schwarz- und Brauntöne. Warte mal, durch die Kamera? Ah ja, durch die Kamera ist cooler. Waschbären. Drei süße Waschbären, die aus zwei unterschiedlichen Bäumen rausschauen. Auch süß. Sehr schön. 27 Farben haben wir hier. Eine Größe von 50 x 40. Ja. Ich überlege gerade noch. Ich finde den Leopard immer noch am besten. Drei Waschbären. Runde Steine. Wie gesagt, wenn euch ein Bild gefällt, schreibt mir. So, ihr Lieben, ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Wartet mal kurz. Ein kleiner Tollpatsch, deswegen steht das hier nicht in der Nähe. Vor allem nicht mit den Kisten. Oh. Ich habe es nicht gesehen, ich weiß, dass es blau ist. Das war ich nicht, das war schon. So, erst die Farben. Oh, guckt mal, hier ist auch ein großer Knick drin. Und da auch.
So, viereckige Steine. Ein bisschen. Oh, Sekunde. Sorry, die Tür. Also, wo haben wir denn jetzt? Blaue Steine, viereckig. Lila, grün, bisschen braun. Ich habe keine Vorstellung, wenn ich die Bilder sehe oder die Steine sehe. Wir haben 24 Farben. Was ist das? Ach, ein Rabe. Aber der Rabe ist ganz schön kaputt. Ein schöner Rabe. In 45 mal 32. Gut, der Knick ist hier außen. Aber das ist doof. Aber der Rabe ist schön. Der Rabe sieht dann so fertig aus. Seht ihr das? So sieht er denn fertig aus. So, kriegen wir das jetzt hier irgendwie gerettet, damit es ordentlich aussieht. Kiste auch zu klein. Tja, was soll ich sagen? Ich glaube, der Karton ist einfach zu klein. Lass ich auf. Nächstes wollen wir ein großes nehmen. Hole ich euch schon mal raus. So. Ich könnte ja auch sagen, ich habe das alles für Freunde bestellt. So, Standard Kohlgriff. Runde Steine. Mint, Blautöne, Orangetöne, Rottöne. Ich weiß immer nicht, was das für ein Tier ist. Okay, wir haben zwei Pferde. Oh, eine Schneelandschaft. Ich war jetzt gerade irritiert. 26 Farben in rund. 45 mal 50. Das ist auch schön. Das ist ein schönes Winterbild. Mit den Pferden. Das sieht hübsch aus. Ich glaube, ich saß mal auf dem Rummel, auf dem Pferd. Kennt ihr das noch, diese kleinen oder Ponys oder was das da waren? Ja, das packen wir wieder mit rein. Da muss ich mal gucken, ob wir bei dem Raben einfach den Karton ändern. Hier habe ich so viel Platz. So, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. So, was haben wir jetzt? Oh. Also ich finde es ja gut, dass die geschützt sind, ja, falls... Aber irgendwie ist die Folie, weiß ich nicht.
so nach dem sechsten Bild. So, erst die Farben. Runde Steine, dunkel gehalten, bräunliche Töne. Überraschung. Ah, ein kleiner Waschbär. Oh, der hat die kleinen Händchen. Guck mal, der hat hier so kleine Händchen noch. Und die Knopfaugen. Schön. Der gefällt mir so. Gut. Schön. Oh, der ist auch süß. 25 x 30 cm. Sehr putzig. Der ist doch. Klein Patscherhändchen. Hoch. Der ist niedlich. So, nächstes. Das wollen wir mal ein bisschen zur Seite schieben. So, ich hoffe, ihr habt euch schon längst einen Kaffee geholt. Ich habe noch so viel. Nee, ich habe noch 5. Ist jetzt? Ja. 4 sind noch verpackt. So, Braunton. Viereckige Steine. Schwarzbräunlich. Also wahrscheinlich wieder was für die Wüste. Einen kleinen Grün habe ich hier drin. Okay. Ja. Ich habe es schon gesehen. Wusch mal weg. Seht ihr das? Oh, ihr seht das, bei euch sieht das so schön aus. Also, wir haben 20 Farben. Was? Viereckige Steine. 40 mal 40. Das ist auch schön. Löwe und Löwen. Also, so, seht ihr das? Auch schön, die Mähne ist ja schön. Das gefällt mir auch. So langsam habt ihr meinen Geschmack getroffen. Raubkatzen sind super. Hab ich auch noch mal so einen Knick. Sehr schön. So. Ein kleines noch, zwei mittlere und ein großes. Oh, tut mir leid. Wir fangen mit dem kleinen an. Wenn ich die painte, werde ich wahrscheinlich die Bilder noch mal einzeln vorstellen mit den ganzen Farben und wie der Druck ist. Die Maße stimmen ja überein. Aber ich wollte euch erstmal zeigen, was so in der Box drin ist, was euch erwarten könnte, falls ihr noch unentschlossen seid. So, wir haben hier viel Schwarz, wir haben viereckige Steine, Brauntöne, noch eine Katze, nein, keine Katze, seht ihr das? Ein Elefant. 30 mal 45. Auch schön. 24 Farben haben wir. Viereckige Steine. Das sieht bestimmt auch schön aus. So ein schöner Elefant. Hi. Auch hübsch. Gefällt mir. So. Machen wir schnell weiter. Vielleicht sind die Dinger auch so klein. Die Kisten. Dass die immer an diesen Schniepel unten hängen. So, ein mittleres. Funkelt so schön, ha? Huh?
Das Gute ist, ich habe bei Karat Art noch nie so viel bestellt, dass ich bei mir kein Bild doppelt habe. Das ist schon mal gut. Von daher habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Also wir haben Schwarz, Weiß und Braun als Tierbild. Ein bisschen Grau. Ich habe es gesehen schon. Das habe ich schon gesehen auf irgendeinem YouTube-Kanal. Das Nashorn. Mit nur 14 Farben. 40 mal 50. Der bleibt auch bei mir. Den finde ich cool. Erinnert mich gleich an Jumanji. Runde Steine. Hübsch. Schönes Tier. Schönes Tier. Jo. Machen wir weiter. Ach, es sind nur noch zwei. So. So. Ein kleines noch. Ein mittleres. Oh Gott. Also ich mache die Folie jetzt nicht komplett ab, ja? Ist mir alles so knisterig. Schwarz, viereckige Steine und kunterbunt. Viel dunkel, aber grün und blau, gelb, rot, orange, ein bisschen lila. Oh Leute, ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbergen soll. Ein Papagei. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es. Ah, zwei Schildkröten. Leute, zwei Schildkröten. Auch schön. Viereckige Steine. Ganz viel Schwarz. 28 Farben. 40 mal 50. Ich muss so schmunzeln wie den Schwarz. Krass. Aber ein hübsches Bild. Ja, ich muss das auf mich wirken lassen. Es dauert einen Moment. Sehr schön. So. Das letzte. Ein letztes großes. Dann habt ihr es geschafft. Da ist es. Also zumindest ist der Karton groß. Ist auch ein bisschen schwerer. Also gehen wir davon aus, dass es ein großes ist. Vielleicht ist es auch größer als 50. Das ist nichts für mich hier, dieses Rumgefuddel. So, erst die Farben. Standard-Toolkit. Wir haben braun, 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 blau, ein bisschen grün, aber viele Brauntöne, Beigetöne, ein bisschen weiß, ein bisschen blau, ein bisschen grün. Ich habe noch keine Ahnung, was das für ein Tier sein soll. Mein Papagei waren jetzt auch Schildkröten, also ich kann es super gut raten. Ach, ja. Seht ihr das? Wartet mal. Ich packe das mal da oben hin. Ist es drauf? Ja. Okay, also wir haben 50 mal 70. Wir haben 37 Farben. Ich glaube, das ist das mit den meisten Farben.
Ein Vogel. Ich sage es einfach einmal ein Vogel. Ein Adler. Zebra. Oh Gott, da hört schon auf. So ein komisches Vieh mit Ochsen. Löwe, Affe. Wasserlandschaft, wo die Tiere sich nochmal spiegeln. Das ist ja krass. Nochmal ein Vogel. Giraffe, Nashorn. Hier ist nochmal die Gazelle. Und der schöne Elefant. Der Affe steht vor dem Wasserloch. Schön. Auch cool. Auch schön. Der Himmel ist auch schön. Das gefällt mir auch. Ich hoffe, das spiegelt nicht für euch so doll. Habe ich irgendein Tier vergessen? Hier ist noch was. Was ist das? Hier ist noch mal einer. Ein Leopard, oder? Entschuldigt, mein Mann. So, was haben wir denn hier für schöne Bilder? Also, hier ist so tatsächlich noch ein Schwan. Seht ihr das? Weiße Vögel. Also ein Schwan wird es nicht sein, aber irgendwas Weißes. Der Leopard von vorhin, der ist auch drauf. Schön. Hier ist auch noch mal was. Zwei Papageien. Hier. Zwei kleine bunte Vögel. Schönes Bild. Gefällt mir auch. So, ihr Lieben, das war's. Das 13. Tierbild. So, ich hoffe, entweder habe ich euch angesteckt oder ihr konntet gut durch das Video ein bisschen entspannen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr sehen wollt, wie manche Bilder gepainted aussehen. Denn verfolgt mich einfach, guckt auf ein Unboxing von Karat Art, wenn ich die Bilder reinstelle. Ich mache jetzt aber erstmal meine zu Ende, aber vielleicht werde ich den Waschbären erstmal machen, was Kleines, so zwischendurch, das geht noch. Ich habe leider noch so viele große Bilder, die ich erstmal zu Ende machen möchte. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr mich immer schaut. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.